Oh, Schmerzen in Handgelenken und Verspannung in der Schulter, das muss nicht sein. Ich zeige dir, wie du deinen Lenker richtig einstellst. Bevor wir an die Einstellung des Lenkers gehen, sei dir sicher, dass du erstens die richtige Rahmengröße hast und zweitens auch der Sattel richtig eingestellt ist. Zu beiden haben wir ein Video gemacht. Wenn die Rahmengröße also die richtige ist und du deinen Sattel richtig eingestellt hast, dann kannst du dich um den Lenker kümmern und dafür brauchst du dann einen Drehmomentschlüssel, eine Wasserwaage und einen Inbusschlüssel in 4 und 5 mm. Du solltest dann auf deinem Rad so sitzen können, dass deine Arme noch leicht gebeugt sind. Sind sie gestreckt, dann musst du vielleicht ein bisschen was an deiner Beweglichkeit tun oder aber du kannst die Höhe von deinem Lenker einstellen. Wenn du Spacer hast, hier ist das jetzt nicht der Fall, dafür habe ich eine Federung drin, aber wenn du Abstandshalter hast, kannst du damit nochmal die Höhe verstellen oder du brauchst vielleicht einen kürzeren Vorbau, doch darum soll es heute nicht gehen. Wir kümmern uns heute um den Winkel des Lenkers und dafür müssen wir dann einmal das Lenkerband entfernen. Warum habe ich das Lenkerband abgewickelt? Um zum einen die Schnittkante vom Lenker zu sehen und zum anderen an die Schraube von den Griffen zu kommen. Der Winkel im Lenker entscheidet jetzt darüber, wie geknickt mein Handgelenk ist. Hier ist er zu hoch eingestellt. Ich hatte eine Belastung in meinem Handgelenk, das wollen wir nicht. Und wir können das auch nochmal überprüfen, indem wir hier die Wasserwaage an den Schnitt des Lenkers halten und sehen hier natürlich deutlich, es ist jetzt nicht mittig und wir müssten den Lenker nach vorne stellen, damit wir die Schnittkante auch gerade nach unten zeigen lassen können. Dafür löse ich jetzt die Schrauben am Vorbau, dafür brauche ich den Inbusschlüssel. Jetzt verstelle ich den Winkel im Lenker einmal so, dass die Schnittkante gerade nach unten zeigt. Mit dem Inbusschlüssel ziehe ich dann die Schrauben an und nehme mir dann nochmal einen Drehmomentschlüssel. Am Vorbau steht auch, mit wie viel Newtonmeter ich die Schrauben anziehen kann. Und dann drehe ich die Schrauben über Kreuz fest. Und jetzt sehen wir auch, dass das Handgelenk in einer natürlichen Position ist und dadurch wird dann kein Druck an der falschen Stelle ausgeübt. Jetzt, wo der Lenker richtig eingestellt ist, können wir uns um die Griffe kümmern. Hier sieht man jetzt schon ganz deutlich, ja, dass hier ein Knick entstanden ist. Wenn man auch jetzt mal zum Beispiel den Inbusschlüssel dran hält, sieht man auch, dass es nicht in einer Linie ist und das wollen wir jetzt verändern und stellen den Griff etwas tiefer nach unten. Um die Schraube zu lösen, klappe ich einmal hier das Gummi um. Hier ist die Schraube zu sehen. So, jetzt stelle ich den Griff etwas tiefer und hier haben wir einen guten Übergang, so ziehe ich es jetzt fest. So, und hier haben wir jetzt einen schönen Übergang. Und mit der richtigen Einstellung hast du noch mehr Spaß am Fahren, weil du ganz einfach Druckstellen an Daumen, Handballen und dem Handgelenk verringerst. Jetzt, wo alles richtig eingestellt ist, werde ich es nochmal testen. Die Einstellung fühlt sich richtig gut an, es ist kein Druck mehr da. Ich könnte jetzt bis ans Ende der Welt damit fahren. Wie ist es denn bei dir? War die Einstellung richtig? Gib uns gerne mal ein Feedback, wenn du die Einstellung vorgenommen hast. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da, abonniere den Kanal, Glocke, du weißt schon Bescheid. Bis zum nächsten Mal.